Ach ja, und für die Leute, die dann erst bei YouTube zuschauen, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Ründchen Medieval Dynasty. Ihr könntet das auch im Stream anschauen, dann könntet ihr mit mir reden. Einfach so ist doch langweilig. YouTube gucken kann jeder. Würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wo sind wir denn stehen geblieben? Ich erinnere mich, wir hatten inzwischen eine Frau. Ja, nee, komm. Bei dem Wetter, da will doch niemand raus. Ist ja ekelhaft. So, schön, dass er arbeitet. Groß und wild. Elch, ja, Wiesen. Ich habe keinen Bock, so einen Wiesen zu jagen, weil erfahrungsgemäß, die bringen mich um. Die sind nicht ohne. Den Brunnen hatten wir inzwischen, den ich übrigens echt cool finde. Da sollten wir vielleicht mal ein paar Wassereimer reinpacken. Ja doch, die Webcam ruckt. Komm, ich mach die aus. So, dann seht ihr auch viel mehr vom Spiel. Ist doch sowieso viel, viel schöner. Das Einzige, was ihr nicht seht, ist der Kompass. Aber wisst ihr was? Ich bin so gut zu euch. Zack. Dann seht ihr auch den Kompass. Die Frage ist jetzt bloß, wo waren wir stehen geblieben? Was wollte ich machen? Ich glaube, wir wollten unter anderem langsam die Steinhäuser bauen. Wir haben ja schon zwei. Wohnt hier schon jemand? Ist noch komplett leer? Ja, krass. Oh Gott, ich sehe schon. Das ist nicht gut. So, Gewinnung, was fehlt? Am Brunnen, okay. Brunnen ist in Ordnung, da soll momentan auch noch gar keiner arbeiten. Was ist hier? In der Scheune fehlt Personal, klar. Das war, glaube ich, weil wir da gerade nichts zu tun haben, ne? Und in der Schmiede? Kein Material. Ich dachte, dass die sich ihr Material einfach selber holen. Was fehlt denn an Material? Steinhacke. Die Steine. Ach ja, klar. Wir haben ja alle Steine geplündert. Natürlich sind die dementsprechend nicht da. Problem ist nur, ich habe wenig Lust, jetzt Steine zu sammeln per Hand. Das dauert nämlich meistens sehr lang. Achso, ist ein Pilz. Ich dachte, es ist ein Stein. Hatten wir nicht so einen Grabungsschuppen, wo eigentlich jemand Steine sammelt? Okay, das hier ist der Grabungsschuppen. So sollte das ja auch sein. Nein. Grabungsschuppen müsste hier. Stein ist auf 45%. Das sollte eigentlich funktionieren. So, das machen wir mal. 15 Ton brauchen wir. Ja, doch, Ton brauchen wir. Aber dafür Stein höher. Problem ist halt, es dauert meistens ein klein wenig, bis sich das alles so einpendelt. Warum ist mein Mikro heute eigentlich so leise? Warte mal. Das ist halt das Problem, wenn man den Rechner neu aufsetzt und plötzlich alles anders ist. So, komm mal her. Dann hauen wir da einfach mal eine Audioverstärkung rein, würde ich sagen. Schwupps ist das Ganze schon ein bisschen lauter. So. Total ungewohnt. Bin ich ganz ehrlich. Gut, die Steine, die wir jetzt gesammelt haben. Oha, wie viele Holzschalen wir haben. Könnten wir eigentlich mal wieder verkaufen. So, den ganzen Stapel. Das Leder kann auch hier rein. Fleisch gehört hier nicht rein. Warum habe ich eigentlich Fleisch dabei? Ich räume das mal in unser Nahrungsmittellager hier unten. So, hallo, guten Tag. Nein, hier. Ciao, Fleisch.
Ich glaube, ich weiß, warum wir das hatten. Hatte ich nicht Suppen gemacht? Das Problem ist, wenn ich jetzt Suppen mache, dann stehen wir halt wirklich, wirklich lange da. Ist denn in der Küche jemand am Arbeiten? Ja. Ich meine, gut, das ist gerade mal Level 1, der wird ziemlich lange brauchen, bis er da soweit ist. Aber es werden Suppen produziert, die aber anscheinend auch sofort alle gegessen werden. Junge, ich hoffe, du hast dir die Hände gewaschen. Ich dachte, das Fleisch kommt in die Suppe. Junge, rate mir, was ist das überhaupt für ein Name? Sollte das Fleisch nicht gekocht werden in der Suppe als Beilage? Seltsamer Typ. Dann würde ich jetzt, ich würde trotzdem mal ein bisschen was verkaufen. Wie viel kriegen wir denn für die Holzschalen? 4 pro, also wahrscheinlich bloß 2. Aber es sind immerhin 47 Stück. Holzteller haben wir auch noch 15. Wir haben sehr, sehr viele Stämme, das ist cool. Ja, das Gewebe würde ich gern behalten, weil wir das noch brauchen werden. Hier haben wir auch ein paar Werkzeuge. Ton, Stroh, Stein, einen. Ach ja, klar, weil die Schmiede jetzt auch wieder arbeitet. Kann ich hier noch jemanden arbeiten lassen? Mal abgesehen davon, dass ich natürlich überhaupt keine Arbeiter mehr habe. Wir brauchen mehr Leute. Andererseits haben wir auch hier sehr viel zu tun. Zwar keine Nebenquests mehr, Alvins Geschichte, Unigos Geschichte. Ich habe keinen Bock auf Unigos aktuell, wenn ich ganz ehrlich bin. Die Kapitelquest, wie lange hält die? Okay, den Bogen hätten wir. Wir brauchen einen Elch, einen Wiesent und einen Bär. Dafür bräuchte ich erstmal ordentliche Waffen. Und die Waffen können wir aktuell noch nicht herstellen, weil uns da, glaube ich, noch Sachen fehlen. Bronzewaffen, Kupferwaffen, Eisenwaffen wären ja an sich schon angenehm, aber da können wir noch gar nichts machen. Oh, so eine Armbrust wäre halt lässig. Steinwaffen, Holzwaffen. Ein Bogen, wir haben keine Leinen. Holzspeer ist lächerlich. So eine Armbrust wäre auch cool, aber Technologie 500, klar. Dafür müssen wir erstmal richtig viel produzieren. Steinwaffen. Steinspeer. Können wir noch nicht. Steinpfeile könnten wir machen. Wurfsteine. Klar. Weil man das auch braucht. Das ist gerade alles ein bisschen doof. Also können wir die hier erstmal ausschalten. Wobei die bleibt immer an. Habe ich die wirklich nicht gemacht, weil ich nur noch mit ihm quatschen muss? Ich nehme mal die Schüsseln mit, verkaufe die und dann quatsch mal einfach mit Albin. Was soll's? Federn könnten wir zwar auch verkaufen, aber möchte ich gerade nicht. So. Wie schaut das hier auf dem Feld aus? Ungepflügt. Weil wir haben, glaube ich, keine Pflanzen für den Herbst, kann das sein? Ich renne schon wieder die ganze Zeit bloß noch hin und her. Ich bin super produktiv, wie man sieht. Wäre halt cool, wenn da stehen würde, wann man das macht. Ach, im Frühling. Frühjahr. Wir haben grundsätzlich nur Frühjahrspflanzen. Wichtig wäre ja, dass wir jetzt einen Nahrungsvorrat bekommen für den Winter, der bevorsteht. Denn die sind meistens kalt und da gibt es halt nicht so viel zu essen. Am liebsten würde ich ja fast den kompletten Winter einfach nur durchschlafen, dass wir den ja halt verpassen. Keine Zeit für Winter. Ich meine, super lieb, dass ich gleich von Alvin als Bedankung, als Bedankung, als Belohnung ein Fladenbrot bekomme. Problem ist bloß, von einem Fladen wird höchstwahrscheinlich
kein ganzes Dorf satt. Alvin? Hier oben am Arbeiten, sagst du? Hey, bleib doch stehen. Ich hab dein Problem mit Dalibor gelöst. Ja, ich sah ihn mit einem Stock durch das Dorf laufen. Du musst eine erstaunliche Überzeugungskraft haben. Dieser junge Mann hört sonst auf niemanden. Ja, die Idee mit dem Stock und der Geschichte über den Ritt hatte ich von dir. Bevor ich es vergesse. Dopromira hat mir dieses Brot als Entschuldigung für das Verhalten ihres Bruders gegeben. Aber ich denke, du hast es mehr verdient als ich. Hier, nimm es. Ja, danke schön, ne? Keine Ursache. Es ist das feinste Brot, das du je gegessen hast. Die Frau unseres Kastellans macht es in der Dorfschenke. Die Frau des Kastellans? Von Unigost? Du kennst ihn gut? Wen juckt's? Nö, eigentlich nicht. Ich verbringe die meiste Zeit auf dem Feld und wir haben eigentlich nur miteinander zu tun, wenn die Steuern gezahlt werden müssen. Ah ja. Alvins Geschichte 1, warte auf den nächsten Sommer. Ach, komm schon. Ist das jetzt wirklich die Quest, dass ich warten soll? Auf Sommer? Junge, das ist noch ein Dreivierteljahr. So, warte mal hier. Wir haben eigentlich 17 Jahre Zeit. Ja, das könnten wir mal... Ach, ist sogar auch hier. Konnte ja keiner ahnen, dass ich da gar nicht so weit weg muss. Guten Tag, Jagroniva. Dopromira schickt mich. Ich habe gehört, dass du die Schenke mit Roggen belieferst. Stimmt das? Ja, und? Sie ist voll gesprächig. Super freundlich. Tut mir leid, ist das gerade kein guter Moment? Bist du immer so liebenswürdig zu Fremden oder liegt es an mir? Ich versuche mal höflich zu sein, oder? Entschuldige, ich wollte nicht unhöflich sein. Ich habe gerade einfach nur andere Sorgen. Ist alles in Ordnung? Ich will dich nicht mit meinen Sorgen belästigen. Ah, du belästigst mich doch nicht. Komm doch mal mit. Ich höre gerne zu, wenn du das möchtest. Nun, damals, vor langer, langer Zeit, in einem nicht allzu fernen Land, habe ich einen schweren Fehler begangen. Die Konsequenzen davon, die verfolgen mich jetzt. Was denn für ein Fehler? Schwangerschaftsabbruch? Ich habe einen Idioten geheiratet. Hahaha, verstehe. Glaub mir, das tust du nicht. Und warum genau macht mir die... fragwürdige geistige Begabung deines Mannes sorgen? Ist ohne Scheiß nett umschrieben. Aber gestern Abend sollte er unsere Kühe auf dem Markt verkaufen. Ich hatte ihm ganz genau gesagt, wie viel er für sie verlangen sollte. Wir haben die Münzen nötiger denn je. Und kannst du erraten, mit was er nach Hause gekommen ist? Der war bestimmt saufen. Mit nichts? Eine Handvoll Samen, von denen ihm jemand gesagt hatte, dass die Zauber... Ach du Scheiße. Sind das zufälligerweise die Zauberbohnen? War denn irgendwas an den Samen besonders? Es waren eigentlich nicht einmal Samen, es waren nur Hasenköl. Ach du Scheiße, ich verliere noch den Verstand wegen diesem Mann, ich schwöre. Wallah, ich schwöre, ich verliere meinen Verstand. Ich würde ja gerne etwas sagen, um dich aufzuheitern, aber verdammt, er klingt wirklich dämlich. Kann ich dir irgendwie helfen? Scheidung zum Beispiel? Danke, es tut gut, dass du zuhörst. Es gibt nichts, das du tun könntest, Süßer. Oh, aber ich bin dir für das Angebot dankbar. Es hat schon geholfen, darüber zu schimpfen. Ach, gern geschehen. Könntest du mir jetzt etwas mehr über die Angelegenheit mit dem Roggen erzählen? Oh, leider werden wir den Roggen dieses Mal nicht bereitstellen können. Die Ernte ist verdorben und man kann so gut wie nichts mehr davon verwenden. Als hätte ich nicht schon genug Probleme. Aber mach dir keine Sorgen, ich habe eine Lieferung Roggen aus Rolnica bestellt. Sie hätte eigentlich schon gestern hier sein sollen. Keine Ahnung, was passiert ist. Nada ist normalerweise sehr pünktlich. Vielleicht könntest du ihn besuchen und nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Na, aber sicher. Das mache ich doch gerne. Nada ist bestimmt ihr Scheidungsanwalt, würde ich vermuten. Boah, 1,5 Kilometer. Immerhin in Richtung meines Hauses. So, pass mal auf, du kannst doch ganz bestimmt Holzschalen brauchen. 94... Oh, wir waren vorher pleite. Krass. So, haben wir hier irgendwo samenmäßig was, was ich, ja, im Herbst oder im Winter anpflanzen könnte? Ich bräuchte mal... Ja, mach's gut. Ich bräuchte mal einen Bauern. Boah, ist aber auch wirklich scheiß Wetter. Kein Wunder, dass da
die Ernte nicht wird. Du könntest mir deine Waren zeigen. Ja, ja. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Kohl haben wir ja, ne? Leinsamen. Frühling. Aber ein paar Samen davon haben wir ja auch. Auch Frühling. Im Herbst. Wobei, den Herbst schaffen wir es ja sowieso nicht mehr, ne? Und er kostet einen Samen 57. Alter, das ist voll teuer. Was ist denn das für ein Roggen? Rote Beete. Frühjahr. Gibt es irgendwas, was im Winter wächst? Frühjahr oder Herbst? Frühjahr, das ist halt eigentlich alles Frühjahr. Ich würde sagen, wir sparen noch ein bisschen. Und dann werden wir uns samentechnisch langsam, aber sicher mal alles holen, was es gibt. Damit wir dann auch langsam, aber sicher alles anpflanzen können, was es gibt. Und bis dahin kümmere ich mich hier. Ja, wir questen halt so ein bisschen. Müssen wir schon wieder Steuern zahlen? Frage ich mich. Ich würde trotzdem gern erstmal mit Nada sprechen. Wo ist denn das überhaupt? Oha, das ist ziemlich weit weg. Oh Mann. Ich laufe mal querfeldein. Ist halt, ja, die kürzeste Strecke. Haben wir eigentlich noch Waffen? Das ist der Holzhammer. Habe ich keine Waffen mehr? Eisenachs, Steinmesser. Ich habe halt wirklich keine. Wow. 45 Nahrung, das kommt mir gerade sehr gelegen. Trinken würde ich auch nochmal. Also wir essen zu Hause schnell. Warte, hier sind so viele Steine. Die muss ich sammeln. Es geht nicht anders. Wenn ich die liegen lasse, wäre ich echt blöd. Weil wir, wie gesagt, sehr, sehr viele Steine brauchen. Haben wir wirklich keine Waffen mehr? Was haben wir denn das letzte Mal gemacht? Gefühlt irgendwie gar nichts. Noch ein Stein. Schmeiß ich mal hier herein. Ist hier irgendwas waffenmäßig drin? Okay, das mit den Holzschalen geht inzwischen echt schnell. Achso, nee, das sind die 90%. Ja, wobei, 5 Stück in der Zeit. Holzschaufel. Das brauche ich alles nicht. Haben wir keine Waffen? Holzbolzen, cool. Ach, Kohlsamen schmeißen die hier rein. Brauchen wir das gar nicht drüben lagern? Das ist ja voll nice. Die Spitzhacke brauchen wir auch nicht. Ich gehe ja so nicht farmen. 27 Steine haben wir inzwischen, das ist ganz gut. Wir müssen uns mal irgendeine Waffe machen für unterwegs. Ich hätte halt gern irgendeine gute Waffe gleich. Verpiss dich mal kurz. Okay, hier könnten wir Barren machen. Hatten wir nicht sogar Eisenerz? Aber ich kann eh noch keine Eisen machen. Wobei, warte. Sekunde. Wir haben Eisenerz. Eins. Okay, reicht sowieso nicht. Dann hat sich das erledigt. Ja, eine Holzspeer. Aber der Holzspeer ist wirklich scheiße. Wir müssen halt leider erst skillen, damit wir mehr Technologien bekommen. Produktion, Schmiede, Kupferspeer. Ich habe eh kein Kupfer. Da ist auch nichts Interessantes dabei. Das wäre, glaube ich, erst so ab Schmiede 2.
Wo ist denn die Schmiede 2? Hier. Wobei, hier ist auch bloß Bronze. Ach, Bronze. Ja, klar. Vorher war Kupfer. Wo bekomme ich Kupfer? Ich meine, so ein Kupfersperr macht bestimmt ordentlich Damage. Aber auch dafür bräuchten wir halt erst Kohle. Wir sind halt ein bisschen broke. Dann schauen wir mal nach Essen. Da haben wir ganz erfolgreich gar nichts. Was ist denn mit denen? Essbares 78. Die sollen ja eigentlich bloß ihre komische Suppe essen, aber ich habe das Gefühl, dass der Typ da oben echt langsam ist. Kocht er überhaupt? Macht er überhaupt irgendwas? Junge, was ist denn mit dir? Die Leute im Dorf haben Hunger. Haben wir vielleicht irgendeine Person, die besser kochen kann als er? Wäre... Unsere Frau ist ja schwanger. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das wäre, glaube ich, Produktion. Norberta zum Beispiel könnte eigentlich gut kochen. Roch. Ist Schmied. Sollen wir den vielleicht lieber kochen lassen? Ich meine, der ist generell sehr, sehr talentiert. Das muss man schon sagen. Der hier wäre viel besser im Abbau. Würde ich dann eigentlich... Achso, der ist aber auch gut im Abbau. Das passt schon. Und die sind alle unglücklich. Warum? Ulrika wird irgendwann mal unsere Handelspartnerin, würde ich sagen. Mit Roch haben wir halt wirklich einen guten Fang gemacht. Der kann eigentlich alles. Und Roch sollte Koch sein. Ich würde die beiden, glaube ich, tauschen. Weil in der Schmiede brauchen wir doch nicht so viel. Das Werkzeug hält ja relativ lang. Das machen wir. Küche. Koch. So, perfekt. Dann wirst du dafür Schmied. Viel besser. Dann sollte man nämlich eigentlich auch viel mehr Essen bekommen. Oha, wir haben ganz schön Schulden. Wasser haben wir mehr als genug. Nahrung haben wir ja gut durch das rohe Zeug auch mehr als genug. Und Holz haben wir auch genug. So, ich hoffe mal, das wird jetzt wirklich produktiver. Dann einmal ein bisschen trinken. Ich glaube, wenn die Durst haben, gehen die selber da. How is life treating you? Ja, so grundsätzlich ganz gut. Horniker, du solltest dorthin gehen. Angeblich gibt es dort jemanden, der deine Hilfe braucht. Weiß ich nicht. Was beschäftigt dich im Moment? Ich hasse es, wenn das Wetter meine Arbeit behindert. Schlamm bremst mich ein. Die Kälte lässt mich niesen und die Hitze sorgt dafür, dass... Zu warm, zu kalt, zu nass. Aber sie will arbeiten, das verstehe ich. Worin bist du besonders begabt? Okay. Wie war dein Tag? Die wichtigste Zeit im Jahr ist jetzt. Herbst ist das Ergebnis all unserer harten Arbeit. Ja. Lass mich dich mal genauer ansehen. Achso, das ist bloß das. Sie arbeitet im Grabungsschuppen. Sehr fleißig. Glück auf, ne? Dann kümmern wir uns mal weiter um unsere Quest. Vielleicht schaue ich auch mal kurz, wie es unserer Frau geht.
wenn die schon während ihrer Schwangerschaft arbeiten muss. Wie läuft's hier? Norman, du bist produktiv und so? Ah, du bist die Beste. Wie steht es um unser kleines Königreich? Unsere Arbeiter brauchen mehr Handwerksmaterial. Was? Schon wieder? Oh, ich hätte keine Kleinigkeit für Sie. Wirklich. Das wird nicht reichen. Es wurden keine Wünsche von König... Dummerchen. Sag mal, wie redest du? Mach's gut, meine Liebe, ne? Wir sehen uns später. Goodbye. Juhu, ciao, ciao.